Okay. Ja, Frau Retter, wir stehen hier auf dem Pöllauberg an einer wunderschönen Kirche, die von außen schon sehr interessant aussieht. Aber hier gibt es ja noch mehr zu sehen. Können Sie mal erklären, was wir hier so hinter uns sehen? Ja, wir sind hier mitten im Naturpark Belloer Tal und ich würde sagen, wir sind hier umgeben von lauter Superlativen. Wenn man hier in diese Richtung schaut, dann haben wir das größte Almengebiet Mitteleuropas, die Deichalm-Sommeralm. Dann kommt hier der Rabenwald. Da oben ist so ein heller Fleck. Da ist das größte Dalkum-Bergwerk Mitteleuropas. Und hier wird auch der weichste Stein der Welt abgebaut, der Talgstein. Der wird verwendet für unsere berühmten Zuckerln, die man damit wendet, für die Latexhandschuhe. Speckstein ist das auch für Specksteinöfen. Ein wunderbares weiches Material, wo man auch ganz kreativ werden kann. Bei uns finden auch regelmäßig Speckstein-Workshops statt. Die kommen von hier. Und wenn man hier nach Böllau schaut, dann sieht man den größten Kuppelbau der Steiermark. Größer wie der Grazer Dom. Wir nennen ihn auch den steirischen Petersdom. Er ist gebaut vom Grundriss wie der Petersdom und hat aber noch dieses ehemalige Kloster angebaut, ein ehemaliges Augustiner Chorherrenstift. Und wir nennen dieses Gebäude jetzt das Schloss von Böllau mit dem steirischen Petersdom, mit dem größten Kuppelbau der Steiermark. Und wenn man dann in diese Richtung gehen würde, dann würden wir den Retter sehen, das nachhaltigste Hotel der Steiermark oder Österreichs, biozertifiziert. Und wir sind auch auf dieser Achse. Und das freut mich sehr, dass wir hier in einem so wunderbaren Platz leben und wohnen dürfen. Ja, und wir sind froh, dass wir hier Urlaub machen dürfen und auf Ihr Hotel kommen wir noch ganz ausführlich zurück. Auf jeden Fall. Vielen Dank Gerne, das erstmal. freut mich.